und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass das auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Ein wunderbarer Pass. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, wichtiger erster Ball jetzt hier für den Torhüter. Das gibt ihm Selbstvertrauen. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Gut gespielt. Ja, Köpfe nach vorne. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Wunderbarer Pass. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Und so kann er das Tor dann doch unterm Strich nicht in Bedrängnis bringen. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Guter Spielzug. Da in Station, Torwart. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, wenn das kein Freistoß war, und das sieht der Schiedsrichter genauso. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, das ist schon klasse. Kombinationsfußball. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Oh, das war clever gepasst. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Ah, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Was für ein Freistoß. Kann man sowas trainieren? Ja, der schiebt Sonderschichten nach dem Training in puncto Freistößen und es zahlt sich aus.
der kann die Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, im Moment spielen sie Pressing, haben dem Gegner den Ball früh wieder abgejagt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, gut rausgeköpft. Ja, das hat er gut gemacht. Hat nur noch den Torwart vor Augen. So, und das ist unglaublich. Das Stadion explodiert förmlich hier nach diesem Tor. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Oh, was für eine enge Entscheidung. Der Schiedsrichter gibt hier nur Freistoß. Da haben sie aber Glück gehabt. Oh, da fehlte nicht viel. Da fehlte nicht viel. Zu 0, das ist der Pausenstand und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Ja, wenn Sie so weitermachen in den zweiten 45 Minuten, wird sich hier nicht mal viel ändern an dem Ausgang. Da wird nicht mehr viel passieren. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Super, die Fans gleich mit dem Ballfall da. Genau in den Lauf. Das ist ein Kinderspiel. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Und solche Ballverluste können teuer werden. Ja, hat sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Und sofort. Ja, was für ein Tor! Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor! Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Ja, und mit viel Gefühl, mit Fuß und dann auch noch genau gepasst. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und jetzt haben sie die Tore. Schuss musst du nicht erstmal reinwerfen, hat er getan, war auch wichtig.
Ah, wunderbar gesehen. Und jetzt versucht das mit einer Flanke. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Souverän gemacht. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Nicht schlecht. Richtige Entscheidung. Da ist einfach kein Durchkommen. Und er überläuft die Abwehrspieler. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Dann hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus an dieser Abwehr. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Jetzt heißt eigentlich nur noch Nerven bewahren. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also wann siehst du heutzutage schon mal noch ein Lupenheim-Hattrick? Heute, ja, heute, das war sein drittes Tor. Auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Und hat er Glück gehabt, dass an der gelben Karte so gerade eben noch vorbeigekommen ist. Ah, wo sollte der denn hingehen? So, das war's. 4:0 nach 90 Minuten. Das war eine ziemlich klare Angelegenheit heute. Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.